Hi Leute, hier ist euer Service von uns im zweiten Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, wir haben uns ja den Cobra SS ausgesucht, weil wir unser Wagen verloren haben, wegen Razor. Natürlich hinterlässig, natürlich. Und wir machen mal weiter. Genau hier hin. Und fahren ein paar Rennen. Wollen wir mal mit dem Rundkurs. Oha. So, starten wir mal los. Ups. Hab vergessen, dass man etwas dran ist. Discontroller. Ja. Ich hab die Abkürzung verpasst. Egal. Hydro haben wir natürlich noch keins. Was auch noch ein bisschen zu früh wäre. So. Ja, heute versuchen wir mal ein paar Rennen zu machen und ein bisschen Kopfgeld und ein bisschen diese Meilensteine zu machen. Und wenn wir Glück haben, könnten wir vielleicht noch die Blacklist-Typ noch herausfordern. Wie kommen wir denn so schnell vor uns? Ja. So. Oh, das war nicht geplant. Der Handbremse, mit der Handbremse ein bisschen spielen und weiterfahren. Wir fahren jetzt mal geradeaus. Oh. Wow. Kurz konzentriert, weil ich kurz am Handy war, aber nö. Keine Konkurrenz. Dein Weg an der Spitze der Blacklist. Besieg Razor und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du reißt sie vom Unterschlupf und dem Teilnahmesystem aus. Es hält deine Fortschritte fest und zeigt dir, was du tun musst, um einen Gegner herauszufordern. Rennen. Fahr zu den Flaggen auf der Karte, benutzt das Teilnahmesystem oder ruf die Blacklist auf und geh auf Rennen. Was wir natürlich gemacht haben. Meilensteine. Beweis jedem Blacklist-Mitglied dein Können, damit du es herausfordern kannst. Du findest sie unter Meilensteine in der Blacklist. Kopfgeld. Das Kopfgeld ist ein Maß dafür, wie intensiv die Polizei das sucht und wie gut dein Ruf bei der Blacklist ist. Es steigt, wenn du Meilensteine erreichst, sowie für jede Sekunde, die du verfolgt wirst. Bei einer höheren Fahndungsstufe steigt es schneller. Wenn es dir gelingt, Polizeiwagen zu zerstören, es wird dir nur angerechnet, wenn du der Polizei entwisst. Beginn Verfolgung, indem du auf Kopfgeld in der Blacklist gehst. Okay. Aber wir müssen halt mal ein paar Rennen machen. Bevor wir die Blacklist machen und die Meilensteine. Auch ein Sprint dran, von A nach B. Oh. Das ist mal, wo ich so eine Grafik gespielt habe, das war Need for Speed Underground.
zwischen das neuere Most Wanted und dem Most Wanted sind ja echt fast schon Welt. Grafik-Sinne meine ich. Und auch die Story, also gibt es nicht so eine richtige Story. Einfach nur Blacklist hoch und runter. Das war's. Und hier müssen wir um unseren eigenen Wagen kämpfen. Wow, Wand, Wand, Wand. So. Wir haben knapp die Hälfte der Strecke. Ich wollte den Speedbreaker gar nicht benutzen, aber ja, ich muss sagen, ich bin gar mal so ein schlechter Fahrer. Ich will mich zwar nicht eigenloben, aber oh. Kurz ein bisschen gedriftet. Aber ich freue mich schon, wenn wir jetzt schon ein bisschen schneller sind. Wir haben weder. Wow, wir haben weder. Oh, 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 oh. Ist jetzt. Ja! Ach, geschafft. Fotofinish war das. So, jetzt kommt. Ah, okay. Das ist ein bisschen einfach. Ja. Ja, das ist ein K.O.-Rennen, das haben wir ja, glaube ich, gesehen, oder? Dann erkläre ich halt nochmal, also es gibt 3 Runden und wir sind ja 4 Fahrer, das heißt nach jeder Runde schaltet immer ein Gegner aus. Wenn wir in der dritten Runde sind, sind nur noch 2 Fahrer da. Das heißt, 2 fliegen raus und der dritte bleibt noch da und gegen mich natürlich noch anzutreten. Mehr gibt es eigentlich nichts darüber zu sagen. Doch, ich muss gewinnen. Oh Mann. Ist einfach noch ein bisschen zu lahm. Wow. Was hab ich heute mit Mauern, oder? Oh. Immer. Abgeprallt oder so. Ah, okay. Blut 22 oder Blut 22 ist rausgeflogen. Oh, Glück gehabt. Schon der Bremsrad ist alles gut. Ich weiß, es ist gar keine Spannung hier jetzt. Wir sind einfach zu schnell. Ich fahre ja auch gute Zeit. Was gibt es zu größten? Eigentlich nichts. An der Wand. 50er Zone. Wir fahren aber das Doppelte, fast schon das Dreifache. Aber gut, dass die Cops noch nicht da sind.
Auf eine Verhörungszeit hätte ich echt gar keinen Bock jetzt. Außerdem wäre es noch ein bisschen zu früh. Ah, das ist schon das Ziel. Gewonnen. So. Rennen haben wir jetzt alle. Jetzt kommen die Meilensteine. Verfolge zwei. Okay. Es wird eh jetzt alles erklärt. Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache, dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. Okay. Und der ist schon unser erster Cop. War schön aus dem Weg. Okay, es gibt einmal eine Ausdauer. Dann gibt es einmal. Wir haben 4 Minuten Zeit, um zu entkommen. Ah, hier sind die noch ganz einfach. Später. Boah. Wenn die richtige Cops ankommen. Oh Mann. Ins Krankenhaus, übers Krankenhaus und im Krankenhaus. Verdächtige ist abgeschlossen. Scheint aber okay zu sein. Ah, das ist schon der zweite Cop. Slow Mo. Komm schon. Habe ich den schon berührt oder habe ich schon einen Sprit? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, habe ich schon gestorben. Gut. Jetzt hab ich schnell weg. Und diese Dreiecke, das sind diese Verfolgungsstopper, also zeige ich euch gleich mal. Oder auch nicht. Wir fahren eben straight auf einer Autobahn. Okay, jetzt müssen wir aber schnell. Verdächtiger ist gerade an uns vorbeigerast. Ja. Gehen auf Code 3. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren müssen. Also können, um die Cops abzuhören. Wo sind die nur für Verfolgungsstopper? Nein, ich bin nur noch da. Ich hab ihn. Bravo 2-4. Bin an ihm dran. Okay, jetzt sind es nur noch zwei übrig. Versuche ihn einzuholen und mit 10 zu schaffen. Ja, nach einer Zeit gehen die weg. Oh, oh, Verstärkung. Jetzt aber schnell. Da. Oh Mist. Nein, ihr habt mich nicht. Go, 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 go. Jetzt habe ich schnell zum Verfolgungsstopper. Durch die Bar. Explosion. Und hast du es gebracht? Dein Ernst? Da muss ich jetzt so rum. Der
Sichtkontakt verloren. Ich versuche ihn einzuholen. Stand by. Er ist direkt vor mir. Ich bin wieder dran. Vergesst meine letzte Meldung. Hab ihn verloren. Er kann nicht weit sein. Schickt weitere Einheiten, um das Gebiet zu durchkämmen. Ja. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in nördlicher Richtung auf dem Highway 99. So, Verfolgungsdauer. Fahrzeugkontakt. Verfolgungsdauer. Zielpositionen eventuell anpassen. Flucht. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. 17.000. Grundregeln für die Flucht vor den Cops. Die Polizei von Rockport sucht ständig nach Street Racern. Hier ein paar Tipps. Distanz. Du musst einen Abstand zwischen dir und den Cops herausfahren. Du entkommst erst, wenn du außer Sicht bist. Nimm eine Route, auf der du schnelle Richtungsänderungen vornehmen und dich im Verkehr verstecken kannst. Auf dem Highway hast du kaum eine Chance. Verstecken. Wenn du außer Sicht bist, sucht die Polizei nach dir. Versteck dich oder beobachte dein Radar und halte dich von der Polizei fern. Verstecke erscheinen als blaue Kreise auf der Minikarte. Verfolgungsstoppe. Hängt dir die Polizei auf den Fersen? Achte auf die Verfolgungsstoppe, mit denen du sie schnell los wirst. Sie erscheinen als Dreiecke auf der Minikarte. Das habe ich ja gesagt. Verstärkung. Wenn die Cops hinter die Verstärkung brauchen, fordern sie sie an. Mach dich aus dem Staub, bevor sie eintrifft. Oder du musst dich um noch mehr Polizei kümmern. Der Verstärkungstimer erscheint auf der Verfolgungsanzeige. Oh, da war da gerade mal was. Regeln für Rennen gegen Blacklist-Mitglieder. Hör gut zu, ich erkläre das nur einmal. Wenn du gegen einen gelisteten Fahrer antrittst, hast du die Chance auf sein Fahrzeug stellen. Wenn du gewinnst, kannst du zwei Symbole wählen. Die Symbole stehen für alles Mögliche, zum Beispiel Teile oder ein Gefallen von den Cops. Für eins der Symbole kriegst du den Fahrzeugschein. Musst nur Glück haben und das Richtige aussuchen. Einfach, oder? Wir werden sehen. Ja. Nein. Nein. Ja. Kopfgeld. Brauchst noch ein bisschen. Ich glaube, 2000 noch etwas war das. Die Jungs von der Blacklist stufen andere Fahrer nach ihrem Kopfgeld ein. Je mehr die Cops dich jagen, desto besser ist dein Ruf. Und desto schneller steigst du in der Blacklist auf. Verfolgungsmeilensteine sind der schnellste Weg, dein Kopfgeld zu erhöhen. Aber lass dich nicht erwischen. Erarbeite dir genug Kopfgeld, werde berüchtigt und vielleicht bist du schon bald most wanted. Ja. Okay. Jetzt hab ich gedacht, ich brauche irgendwas mit 2000 noch etwas. Die andere Sache ist erledigt. Vor allem, der gerade an mir vorbeigerast ist. Hier, 2000 brauche ich. Roger, kommen. Ja, ich versuche mal so. Er macht sich aus dem Staub. 3000, 4000 zu bekommen, oder so viel wie es geht. Am Diamond Park vorbei. Der Typ ist völlig unbeeindruckt. Brauche Verstärkung. Ich bin auch unbeeindruckt. Charlie 12. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Okay, an den Kopfgeld habe ich nicht gedacht. An alles außer das Kopfgeld. Nein, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ja. Fliegt über mich drüber? Nein, natürlich nicht. Ja, aber über mich fallen? Ja, das geht. Da sind noch mehrere Leute von mir. Okay, wer schon? Ach, wir haben doch Schwerkraft, das geht nicht. Oh. Ey, Rowdy! Sagt ein Rowdy. Okay, Roger, 12. Einheiten haben sich gemeldet und sind unter.
Fahr. Richtiges Fahrzeug gesichtet, ich bin Code 3. Kein Sichtkontakt mehr. Standby, scheint weg zu sein. Ja, es war schon noch ein. Ich fahre alles ab, hab Fahrzeug verloren. Ein Safe Point. Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden auf der State Street. Wir werden alle Straßen okay. In seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Los, kommt einfach mal Blick. Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung am jetzt? Namenpark. Wie fehlt jetzt? 500. Ich verstehe es nicht. Also, Ninger Zentral. Zentrale, Bravo 26. Melde mich ab zur Verkehrskontrolle. Halte jetzt einen Radar an. Gegen den Verdächtigen liegt ein Haftbefehl der SAU vor. Pass auf, es besteht Fluchtgefahr. Liegend absperren, ich habe das Zielobjekt verloren. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung am Diamond Park vorbei. Einsatzleitung, er bittet umgehend die Sperrung. Na ja, die Story ist ein bisschen. Okay. Ja, das ist gerade selbst. Okay. Haben das gesagt. Ich werde das Gebiet ab, hab das Ziel verloren. Ich gehe um. Stand by. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Süden auf dem Highway 99. So. Wir sperren den Stadtteil ab. Aktuelle Info. Jetzt aber. Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist. Das ist also deine Chance. Versau es nicht. Mach es nicht. Ich hab nur mit den Kopfgelddingern, da habe ich echt ein Problem gehabt. Okay, Ronnie will. Sonny, schön. Sonny will einen Rundkurs und einen Rundkurs. Keine Ahnung. Ja, cooles Auto hier. Echt cooles, cooles Auto. Deswegen mussten wir den echt gut hinbekommen. Aber mit dem Golfer, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin, oder? Oh. Aus dem Weg, Sonny. Ja, jetzt müssen wir jetzt zwei Rundkurse machen. Ich schätze, wir jeweils zwei Rennen, das heißt vier Rennen müssen wir fahren, also Runden fahren. Dann haben wir den Blacklist auch schon geschafft, den ersten von vielen. Oh, Taxi. Wir haben die bei Underground, mag ich die Taxis. Vielleicht hat er mit dem Kopfgeld. Da hat nur ein bisschen gefehlt. Das war nicht gut gefahren. Gebe ich auch mal erst zu. Gebe ich auch hin und ehrlich zu.
Taxi. Oh. Ganz schön viel Gegenverkehr. Okay, es ist zwar Tag und so, aber... Apropos Tag, ist euch was aufgefallen? Alles spielt am Tag. Nicht so wie bei Underground, wo da nachts ist, sondern tagsüber regnerisch bewölkt und so. Es gibt keinen Nachtwechsel. So, die letzte Runde. Oh. Der hat gerade einen Fehler gemacht. Warum auch immer. Also ich bin der Schuld, Leute. Ich hab nichts gemacht. Aber der Bumerang, der Fake, gibt's ja hier auch. Noch nicht im ersten Rennen, aber... haben wir einen zweiten. Wow. Komisch, der eine hat gehupt, der andere nicht. Der hat gehupt und wieder nicht. Ich würde sagen, jeder zweite Auto hupt nicht. Ach, das ist normal. Ach, lass die jungen Leute hier mal fahren. Hier ein bisschen Action hier in Rockport. Au. Ja, ich weiß, Leute. Ich hätte es auch gern spannender, aber es geht nicht. Aber es wird noch harter. Gewonnen. Zweites Rennen. Mal gucken, und wieder zwei Runden. Ja. Wieder zwei Runden. Jetzt haben wir kurz mal die Abkürzung hier. Durch die Tankstelle. Ach, Mist. Seht ihr, Leute, das habe ich gesagt. In der zweiten Rennen waren die natürlich ein bisschen Tempo. Ich verfolge mal. Warte, ich muss Erster werden, damit ich dein Auto kriegen kann. Ja, musst du gerade da vorne fahren, Mann. Aus dem Weg. Ich bin hier der beste Fahrer. Und ausgewischt. Ah, da fährt ja die Abkürzung. Aber so toll hilft aber auch nicht. Wieder durch die Tankstelle. Au, au, Mann. Jetzt so sauber wie am Anfang, aber... naja. Hätte besser laufen können, ich weiß. Wow. Kurz ein bisschen, müsste die Abkürzung nehmen schon. Egal. Da kann er schneller sein als wir. So, haben's doch bald. Letzte Runde, letztes Rennen. Sunny ist auf dem letzten Platz, also kann eigentlich nicht schief gehen. Au, Mann. Außer also, ich tue es am
Ende noch schief gehen lassen, aber es klappt nicht, ob es so funktioniert. So schlecht funktioniert. Ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Shit. So, jetzt aber. Den Dreh kenne ich auch. So, Zielgerade. Gewonnen. So. Sunny abserviert. Ah, hier, stimmt ja. Du kannst jetzt aus zwei Symbolen. So. So, dann gucken wir mal, wo das erste ist. Hier ist schon mal Geld, also. Aha! Okay, wir haben 10.000 gekriegt und schon gut, gut, gut. So, Blacklist 14. Vince Click, Tess genannt. So, Wagen Lexus IS 300, Stärke Sprintrennen. Lebenslauf. Dieser Sprinter zieht die Bullen magisch an, die Cops magisch an. Die Blacklist nennt ihn nur Tess. Er heißt. Er hasst die Cops und die Cops hassen ihn. Halt es besser von ihm fern. Er treibt sich auf den Straßen von Rose Road herum und sucht nach Anfängern. Tess, auch genannt als Vince Killeck, mit Lexus ES 300. Ja, die kann man schlecht aus. Tess. Straßensperren. Ja. Rock, neue Wagen, neue Teile. Nachdem du Sunny geschlagen hast, sind die Jobs in der Stadt mehr als bereit, dir mit Teilen und Upgrades für deinen Wagen zu helfen. Es gibt auch neue Wagen zu kaufen, wenn du Interesse daran hast. Wähle dir gut, wie du dich entscheidest, denn Geld ist nicht immer leicht zu verdienen. Mach dir einen Plan, welche Wagen du willst und welche Upgrades du brauchst. Du wirst nicht alles kaufen können und geh nicht davon aus, dass du mit einem 10-Wagen eine Chance hast. Weiß nicht, aber. Den erstmal zu. Geht ja schnell. Teile. Wir können uns ein Bodykit kaufen. Ja. Ja, sieht ja mal so schlecht aus. Sieht vorne ganz gut aus. 5.000, das nehmen wir. So, dann nehmen wir noch einen anderen Spoiler. So, Reifen. Den BBS natürlich. Die nehmen wir. So, nehmen wir Motorhaube. Die da. Dachspoiler, haben wir noch einen Dachspoiler? Ja. Den nehmen wir. So. Leistung. Hoffen wir gerade mal schnell das Getriebe. Nein. Okay, also fehlt Nitro. Haben wir noch Nitro? Ich würde schon gern Nitro haben. Nein. Also. Motor.
Also müssen wir Nitro erstmal wegmachen. Dann müssen wir halt Nitro halt später kaufen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein zweiten Part. Wir haben jetzt den Top 15 besiegt und im nächsten Mal machen wir dann weiter. Vergesst nicht, abonniert und kommentiert. Und beim nächsten Mal dabei von Soulless. Ciao.